Nein, dieses Video ist nicht gesponsert bei Nike. Ich bin nicht Shireen David. I wish though. Hallo Nike, schreib mir. Hallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute so semi-gute Laune. Irgendwie, ich glaube, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden und so ein bisschen, ja. Und ich habe mir gedacht, dass ändern wir und deswegen ist das hier mittlerweile mein dritter Kaffee. Und für alle, die sagen, Jolina, das mit den Plastikbechern geht gar nicht. I know, sorry, aber diesen hier habe ich tatsächlich schon seit einer Woche und benutze den halt öfter. Wie ihr seht, habe ich meine Base schon fertig, weil wir testen heute die neuen Produkte von Hatti, meinem Homegirl. Und ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, okay. Let's be real, es haben alle mitbekommen. Hatti und Love haben sich zusammengetan und haben eine wundervolle Kollektion auf die Beine gestellt. Und endlich ist Hattis Secret gelüftet und wir können drüber sprechen. I know, ihr habt wahrscheinlich schon super viele Videos zu dem Ganzen hier gesehen, aber kein Aber. Ihr habt draufgeklickt, deswegen bleibt ihr bis zum Ende dran. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, drückt aufs Glöckchen. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ihr habt zwischendurch das Gefühl, meine Art von Humor kommt nicht ganz rüber. Dieser Moment, wenn es eigentlich ein Witz sein soll. Okay, Jolina, fang an. Fang an! Oh, ich hab den Browser vergessen. Okay, Jolina, fang an. Wow, oh mein Gott, ich hätte jetzt abgeschaltet. Was ist heute mit mir los? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Okay, Jolina, fang an. Das hier ist, by the way, keine First Impression, sondern eine tatsächliche Review, weil ich die Produkte hier die letzte Zeit fast täglich getragen habe. Das ist jetzt anderthalb Wochen her, dass das Ganze in Frankfurt zusammen gefeiert wurde. Das war ein super, super schönes Event. Vielen, vielen Dank, Hatti, dass ich da dabei sein durfte und da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich würde nicht für jeden von London aus nach Deutschland kommen, aber für dich jederzeit. Ach, und wenn dieses Video hier online kommt, ist Hattis Geburtstag. Deswegen, ich habe einen Plan. Ganz Team Jolina geht auf Hattis Seite und kommentiert mal Happy Birthday von Team Jolina. Oh mein Gott, kriegen wir das hin? Und kriegen wir das auch so krass hin, dass es auffällt? Also wenn man so eine Aktion macht, dann muss es auch klappen. Denn schon, denn schon. Und ich weiß, dass ganz viele von euch auch Teil sind von Team Hattie Never Stops. Zu gutem Grund. Ich auch. Okay, cool. Können wir jetzt aufhören mit dem Smalltalk und mal über die Produkte reden? Ist das drin, Jolina? Ich weiß nicht, wie ich dieses Video überhaupt schneiden möchte. Muss. Werde. Kann. Will. Aber das Gute ist, Florian schneidet dieses Video. Nicht mein Problem. Okay, aber jetzt let's be real. Liebe diesen Bronzer, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Bronze die Wand an. Ja, ich glaube, wenn diese Kollektion rauskommt, werde ich mir, no joke, mindestens 3 selber davon bestellen. Einfach, weil das ist meiner Meinung nach der geilste Ton ever. Er ist von der Formulierung her so creamy und so soft und so smooth und so einfach heftig. Also wirklich bronze die Wand an. Weil wenn man ihn sich hier anguckt, würde ich fast sagen, er ist ein Ticken hell. Aber auf meiner Haut, er lässt sich einfach so butterweich und schön aufbauen, dass man halt richtig Dimensionen hier reinbekommt. Und ich finde dieser Ton, es ist, ich finde halt vom Konzept her, es ist voll schwer, einen Konturton, der eigentlich einen Schatten imitiert, gleichzeitig auch als Bronzer hinzubekommen, der ja Wärme gibt. Weil Schatten und Wärme ist halt was anderes. Aber wie auch immer, die Modi hat es hinbekommen und ich liebe ihn. Oh Gott, ich bin so überdreht in diesem Video, fange ich nochmal von vorne an. Vielleicht hilft noch ein kleiner Schuss Koffein. Ich habe meine Ohren schon wieder vergessen zu schminken. Kommen wir zum Herzstück dieser Palette und dafür kommt ihr näher ran, weil ich so eine vorbildliche YouTuberin bin. Oh, wer nervt mich denn jetzt? Na, wo ihr jetzt so nah dran seid, vielleicht nochmal eben ein bisschen setten. Hatte ich nämlich noch nicht gemacht. Ich trage den Bronzer nämlich lieber auf die ungesettete Foundation auf. Das hier ist das gute Stück, Hattis Palette. Schickes Packaging und das hier ist das Innenleben. Man bekommt auch einen Spiegel und ich finde es halt schön, dass man auch hier wieder merkt, wo Hatti draufsteht, ist auch Hatti drin. So Hashtag Team Hatti Never Stop und die ganzen Shape Names und ist halt wirklich cool. Und ich finde halt auch vom Farbschema, wenn man diese Farben sieht, sind es alles Töne, wo man, ich finde, wenn man an Hatti denkt, sieht man diese Töne. Ihr habt euch auf Instagram gewünscht, dass ich 2 verschiedene Looks schminke, um so viele Farben wie möglich aus der Palette zu benutzen. Deswegen machen wir das. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Oh mein Gott, ich bin bei fast 14 Minuten und habe erst den Bronzer getestet. Okay, schön.
auch wenn ich das normalerweise nicht mache, mache ich es jetzt mal trotzdem, einfach um den Ton zu testen. Und zwar ist es Bone. Und gebe den über mein Lied, einfach um eine ebenmäßige Bass zu haben. Findet ihr, dass so ein matter, heller Ton in der Palette wichtig ist? Ich persönlich brauche ihn nicht. Ich hatte die Palette auch schon auf Hatties Launch Event drauf, weil ich von einer wundervollen Make-up-Artistin, von der Hattie auch geschminkt wurde, von ihr wurde ich für das Event auch geschminkt, Letizia. Ich verlinke euch ihr Instagram hier mal, weil sie hat wirklich mega krasse Artistry-Looks. Und wenn ihr euch für so wirklich Editorial-Wow-Make-up interessiert und nicht nur so Instagram-Looks, schaut definitiv mal bei ihr vorbei, weil den Look, den sie an mir geschminkt hat, boom. Ich starte als erstes mit diesem mittleren Braunton, der heißt Moody, und gebe den hier in die Lidfalte. Was bei den Lidschatten definitiv zu erwähnen ist, ist, dass sie von der Textur her unglaublich weich sind. Also sehr, sehr weich. Man hat in der Palette hier so ein ganz bisschen Kickback, aber das ist persönlich das Letzte, was mich stört. Wenn ihr meine Reviews regelmäßig schaut, wisst ihr das. Ich finde, einen Lidschatten soft ausblenden zu können, ist das Allerwichtigste. Und wenn das der Kompromiss ist, den man dafür in Kauf nehmen muss, finde ich das total in Ordnung. Denn, ja, sonst muss ich halt auch gar nicht erst anfangen. Mit einem etwas kleineren Pinsel gehe ich nun rein in den Ton Scorpio und werde das damit alles so ein bisschen vertiefen. Aber das wäre für mich ein Ding gewesen, wo ich sagen würde, okay, vielleicht minimal dunkler wäre nicht verkehrt gewesen. Auf der anderen Seite, in Schwarz hat man halt eh definitiv zu Hause. Als nächstes benutze ich den Ton Geil. Das hier wird, by the way, das rötliche Auge, falls ihr euch das noch nicht gedacht habt. Auch wenn es ein roter Lidschatten ist, die ja oft so ein bisschen trocken sind, lässt sich dieser auch super creamy, so richtig creamy, oh mein Gott, ausblenden. Und er gefällt mir echt, echt gut. Das ist super schön. Mit meinem Finger gehe ich nun rein in den Ton Bitch, listen. Moody is talking. Und platziere den direkt über meine Pupille und blende den so ein bisschen. Wow. Aber der hat heftig Schmackes. Bitch, listen. Der Ton ist definitiv der. Oh mein Gott, wo kam diese Stimmlage her? Testosteron, geh weg! Nun mische ich nochmal Gale und Scorpio und blende die beiden Töne so ein bisschen in den Schimmer rein, damit das alles wirklich weich wird, denn wir wollen keine harten Kanten. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten Marvin und Oscar Cut Crease Looks mit der Palette geschminkt. Schaut da sonst auch gerne nochmal vorbei. Aber bei mir wird das heute hier Smoky des Todes. Und da ich finde, Rot und Gold passt super zusammen, gehen wir nun in diesen Money-Ton rein mit den Dollarzeichen und platzieren den im inneren Drittel, damit das Gold richtig, richtig knallt. Wow. Und die beiden Töne probiere ich jetzt ein bisschen ineinander zu schmelzen. Man merkt übrigens, dass die einzelnen Töne auf jeden Fall unterschiedliche Texturen haben. Der goldene Ton ist ein bisschen gröber, hat also mehr Glitzer. Und der rötliche Ton, beschlissen, hat halt mehr so diesen samtigen Effekt. Und dadurch hat man halt total schöne Texturen, mit denen man halt unterschiedlich arbeiten kann. Als Inner Corner Highlight benutze ich nun den Ton Baby. Baby, oh mein Gott, oh mein Gott, apropos. Ich weiß gar nicht, ob das verboten ist, solche Sachen auf YouTube zu zeigen, aber ich habe sowas Geiles. Oh, das ist wie Nasenspray, aber so als Naseninhalator. Gibt es sowas in Deutschland auch? Ich kriege Luft, oh mein Gott. Schreibt mir das mal bitte auf jeden Fall in die Kommentare, weil wenn es das in Deutschland nicht gibt, ich kaufe mir 50 Stück und nehme sie alle mit. Für meinen unteren Wimpernkranz benutze ich nun als erstes die Farbe Istanbul. Oh mein Gott, mir ist gerade... Oh mein Gott! Ich weiß jetzt, wofür ich den Ton Bone gebrauchen kann. Und zwar, um jetzt das hier zurückzupushen, was mir zu weit runtergeblendet wurde. Oh mein Gott! Mit Bone seitlich die Nase hochkonturieren. Yes! Yes, yes, yes! Und um außen jetzt noch so ein bisschen abzudunkeln, nochmal Scorpio. Darf ich übrigens mal anmerken, dass ich das Sternzeichen Skorpion vom Charakter her sehr gerne mag. Ta-ta-ta-ta! Roter Look ist fertig. Und nun kommt was Blaues. Erster Schritt ist auch wieder Moody, aber vielleicht ein bisschen softer. Ah, weiß ich noch nicht. Einfach erstmal machen und dann vielleicht reden, Julina.
Das ist immer diese Illusion, euch denken zu lassen, ich hätte einen Plan von dem, was ich ja eigentlich gerade tue. Anstatt jetzt, wie eben, mit Scorpio zu verdunkeln, nehmen wir jetzt aber Berlin, das dunkle Lila. Und I know, das hat so ein bisschen Schimmer und viele sind wahrscheinlich ein bisschen anti, wenn es darum geht, mit Schimmer in die Lidfalte zu gehen. Kann aber richtig Artistry-mäßig aussehen. Kann ich nur empfehlen, falls ihr das noch nie gemacht habt, das mal auszuprobieren. Ich war immer anti-lila, ne? Ich weiß gar nicht warum, steht mir voll gut. Oh, und wenn man hier so ein bisschen verkackt hat beim Ausblenden, auch wieder Bone. Wie konnte ich erst über Bone so ablästern und jetzt? Es tut mir leid, Bone. Mavi, let's go. Und auch das wieder mit dem Finger. Das ist echt so krass, diese Textur, diese Formulierung der Lidschatten ist atemberaubend. Die fühlen sich fast nass an, obwohl es Puder-Lidschatten sind. Seht ihr das? Und mit dem Ton Hope, mit diesem Türkis, gehe ich nun ins innere Drittel. Ja, Hachi übertreibt. Das ist mein Gesichtsausdruck, wenn Leute sagen, Julina, guck mal schön. Lalala, lalala. Oh mein Gott, ich fühle mich so Ariel. Hat Ariel Lidschatten? Oh mein Gott, bitte, bitte, oh mein Gott, wenn ihr noch dran seid. Ich weiß es nicht, ob überhaupt noch jemand da ist. Aber kommentiert, wenn ihr jetzt noch dran seid, welche Disney-Bösewichtin wäre ich? Oh mein Gott, bitte. Ich glaube, ich bin ein Mix oder ich bin die weibliche... Nee, okay, ich sag nicht. Ich sag nicht, was ich glaube. Ich will erst hören, was ihr sagt. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ah! Und als Inner Corner Highlight benutze ich den Ton Pamuk. Wow. Der hat so voll Mikroglitzer drin. Richtig, richtig... Irgendwie ist verschiebt, oder? So. Und für meinen unteren Wimpernkranz benutze ich nur nochmal die Farbe Berlin und dunkel außen nur ganz bisschen nochmal ab mit Scorpio. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich möchte unten, da wo der dunkle Ton in das Inner Corner Highlight geht, noch einen anderen Ton auftragen. Und zwar für die rote Seite nehmen wir jetzt mal Slay. Slay ist ein richtig schöner Ton, den hatte ich hier, als ich zur Uni gegangen bin, auch schon übers komplette Lid drauf. Der gefällt mir echt gut, der ist so ein bisschen... Pinky Champagne. Oh, das ist schön. Schön, schön, schön. Ich gebe die Hoffnung auf, dass aus diesem Video was wird. Und für die kühle Seite, ich habe den Pinsel übrigens gerade wieder am Sofa sauber gemacht. nehmen wir Nice. Und man merkt, umso länger man die Lidschatten wirklich poliert in die Haut, umso mehr der metallischen Reflexe kommen halt wirklich hervor. Das heißt, nicht einfach nur drauf, sondern auch ein bisschen was mitmachen. Irgendwie habe ich hier einen Schatten. Julina, das ist allgemein ein Schatten, ey. Ich habe jetzt eben ganz fix die Wimpern dran geklebt. Und zwar, wie ihr euch gewünscht hattet, auf einer Seite Berlin und auf der anderen Seite Istanbul. Und zusätzlich wolltet ihr die Wimpern gerne von Namen sehen. Deswegen komme ich jetzt mal unangenehm nah ran. Das hier ist die Seite mit Berlin. Sehr lang. Aber macht auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen Augenaufschlag. Und hier haben wir die Seite mit Istanbul. Bisschen kürzer, um einiges dichter. Und hat auf jeden Fall ordentlich Schmackes. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich weiß gar nicht, alle haben gesagt, Istanbul ist krasser. Ich persönlich finde, das ist krasser. Kommen wir nun zu einem Produkt, das nicht Teil der Kollektion ist, aber natürlich auch in dieses Video hineingehört. Und zwar ist es der Highlighter von Hattie und Becca, Berlin Glow Girl. Nee, Berlin Girl Glow, so rum, sorry. Und ich glaube, zu dieser Seite könnte der heute richtig gut passen. Hier ist es vielleicht ein Ticken zu kühl. Gucken wir mal. Ich hatte zu diesem Highlighter einen Vlog gefilmt und auch schon hier hochgeladen auf meinem Kanal, als das Ganze in Berlin zelebriert wurde. Und ich muss sagen, er ist sauschön, mega meins. Naja, er ist ein Ticken kühl. Ich habe mich auch wieder dunkler geschminkt, als ich bin, wie wir sehen können. Und noch eine Sache, die ihr euch gewünscht habt, ist, dass ich alle vier der Liquid Lipsticks auf der Lippe auftrage. Den ersten Shade 1986 hatte ich schon einen Tag drauf, als ich hier zur Uni gegangen bin. Und das ist voll meins. So ein richtig helles Nude. So ein bisschen Concealer. Oh mein Gott. Love. Wahrscheinlich ist der Ton vielen so zu hell. Mir nicht. Das hier ist ein Hatties Shade drauf. Und das ist nicht mein Favorite. Leider nicht. Da muss ich ehrlich sein, das würde ich wahrscheinlich so nicht tragen. Vielleicht mit dem hier drüber, mit dem ersten Newton. Das ist mehr meins. Das ist ein schöner Ton. Neutral Nude.
Das ist jetzt übrigens schon der dritte Ton, der heißt Jolina's Shade. Dankeschön, Hatti, dass du mir diesen Ton übrigens gewidmet hast. Okay, no, let's be real, das ist einfach meine Foundation-Lippe. Kommen wir jetzt zu Berlin. Dunkles, dunkles Lila. Hatte ich noch nicht drauf. Das war schwarz. Übermalt des Todes. Nice. Ohne Witz, ich fühle den Ton. Ich fühle es richtig. Ja. Definitiv überzeugt. Oh, wieso kann ich Lipswatches immer nicht wegmachen? Ich bin echt dumm dafür. Und der letzte Ton heißt Snitches. Und diesen Ton hatte ich auf dem Launch-Event drauf. Hat euch gefallen, hat mir gefallen. Das ist Snitches nun abgetragen. Und das Geile hier dran ist, es ist wie ein Weinrot, Burgundy, so ein bisschen Rotwein. Aber unglaublich elegant. Macht auch die weißesten Zähne, die man sich vorstellen kann. Richtig geil. Einfach ein bisschen Mascara, den drauf, zur Schule. Definitiv. Oder es ist halt so wie ich heute, Full Glam. Im Jogginganzug. Ja. Also Snitches und 1986 sind definitiv meine Favorites. Vielleicht kann ich hier jetzt... Ombre-Lippe. Das ist auch geil. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es mir gerade ans Ohr geschmiert. Aber ja, das hier ist der fertige Look für heute. Ich hoffe unglaublich, dass euch dieses Video ein bisschen weitergeholfen hat. Meine Favorites, definitiv Bronzer, Contour, Bronze die Wand an. Mindestens 3 werde ich mir bestellen. Die Palette ist auch wunderschön. Die Texturen, die Formulierung, wirklich, wirklich toll. Ach, einen Ton wollte ich euch noch zeigen. Hatti's Shade. Und wenn man den so ein bisschen drüber toppt, ist das halt wie so ein Topcoat mit so pink iridescent. Mal gucken, über den Blau. Oh ja, das reflektiert halt richtig, richtig gut. Und das ist ein Ton, mit dem man so ein bisschen experimentieren kann. Und das finde ich cool, dass halt auch so specialige Sachen in der Palette sind. Definitiv Daumen hoch dafür. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Hat jemand merkt, wie viel Zeit und Arbeit du in diese Palette gesteckt hast? Und vielleicht weiß man es auch. Du weißt, ich bin Team Hatti Never Stops, Fangirl Number One. Das hier ist ein Riesenerfolg und du hast ihn dir durch deine harte Arbeit so unglaublich verdient. Bin richtig, richtig stolz auf dich. Die Liquid Lipsticks sind top. Richtig geile Herbst-Winter-Shades braucht ihr. Steht nicht zur Diskussion. Aber ja, ihr Süßen, das war's mit dem heutigen Video. Falls ihr es noch nicht am Anfang getan habt, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben für dieses Video freuen, weil ihr seid noch da. Und definitiv beantwortet alle meine Fragen, die ich euch im Video gestellt habe. Und last but definitely not least, wir sind Team Jolina, Team, Team Jolina, wir sind Team Jolina, Team, 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 Team Jolina. Und wenn auch du dazu gehören möchtest, was hält dich davon ab, auf den kleinen roten Knopf hier unten zu klicken? Abonnier meinen Kanal, drück aufs Glöckchen, dann bist auch du beim nächsten Mal wieder mit dabei, denn das hier möchtest du definitiv nicht verpassen. Also ich wüsste nicht warum. In diesem Sinne, Coffee is cold. Oh mein Gott, bei Hatti ist der Tea hot, bei mir ist der Coffee cold.